Moin Leute, heute will ich mal vom Bosch die 18 Volt AHS5520Li checken. Die, und da werde ich ein paar Vergleiche ziehen, werde ich mit der Einhell ausprobieren. Von der Einhell werdet ihr nicht so viel sehen in diesem Video. Darüber gibt es schon welche. Aber die Bosch verspricht einige Highlights. Was ich bei der Einhell damals, als ich sie neu hatte, belächelt hatte, war diese Plastikkante hier. Aber diese ist echt ideal. Wenn ihr über die Hecke geht und sie abräumt, könnt ihr den Mist immer gleich beiseite schmeißen. Fürs Heckeschneiden ist es noch zu früh. Aber ich habe hier den Buchsbaumzünslauf der Anlage und ich werde heute mit der Bosch einen Buchsbaum zerlegen. Und das ist klasse, weil da können wir gleich einige Sachen ausprobieren, die die Bosch Akkuschere verspricht. Hier noch auf dem Karton, der Zahnabstand liegt bei 20 cm. Hier vorne ist eine Art Säge drauf. Das heißt, wenn ihr die 20 mm nicht durchbekommt, sägt man das ganz einfach damit ab. Auch verspricht sie ein Anti-Blockiersystem. Da bin ich immer gespannt drauf, weil die Einhell hat sich schon so manches Mal eingenommen und sich verklemmt. Ja, rückenfreundlich wegen weniger Gewicht. 2,6 Kilo wiegt sie auch. Sie soll bis zu 200 Quadratmeter Hecke schneiden. Das werde ich mit meinem Buchsbaum und ein bisschen Hecke nicht schaffen. Aber sie soll einen Sensor haben, die Power ausgleicht, dass ich damit sehr lange arbeiten kann. Packen wir sie doch erstmal aus. Ich statte diese heute aus mit einem 4-AH-Akku aus der Familie, wo sie mir noch mit einigen anderen Firmen, beispielsweise Gardena und Gloria, zusammenarbeiten. Oh, und sie funzelt schon los. Das klingt ja schon mal ganz gut. Mal hier mal vor das Bild. Auch der Motor klingt kräftig und vielversprechend. Was natürlich unfair wäre, ist, wenn ich die Motorleistung jetzt mit der von der Einhell vergleiche, weil diese hier hat schon 5 Jahre auf dem Puckel und die Motorleistung lässt ein bisschen nach. Auch hatte ich bei der das Problem, dass hier drin das Schwert nicht ausreichend befestigt war. Da musste ich nacharbeiten. Nach einer Saison fing das Schwert jetzt sogar schon ein Stückchen wieder an zu wackeln und ich musste aufmachen und die Schrauben nachziehen und diese nochmal zusätzlich befestigen. Ich glaube, sowas braucht man bei Bosch nicht. Da denke ich, da habe ich Qualität in der Hand. Dieses vordere Stückchen hier, das soll dazu dienen, wenn ich auf dem Boden lang gehe oder an Wänden, ja, dass ich nicht mit den Messern in die Erde reingehe, sondern super lang schneiden kann. Auch das gucken wir uns nochmal an. Fangen wir aber erstmal mit dem Buchsbaum an. In diesem Buchsbaum steckt der Zünsler. Das kann man an diesen schönen angeknabberten Stellen sehen und an einigen Stellen sieht das so aus, als hätte er Spinnweben. Es sind keine, ist der Zünsler. Nun wollte ich gerade anfangen. Was ich als erstes vermisse ist, das klappt bei der Einhell, ich kann den Griff ja gar nicht umstellen. Das heißt, ich muss sie so halten. Dafür hat sie hier den Sicherheitsauslöser. Hier und auf der anderen Seite, aber ich muss den Griff dann tatsächlich so halten. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich wollte mal gucken, was die Akkuanzeige, die hat man sich auch gespart. Fangen wir mal an und machen den Buchsi klein. Habt ihr das gehört? Er wollte sich einklemmen, hat er aber nicht, hat weitergearbeitet. Und wir sehen hier schon, dass die Äste dicker werden. So, hat mir gerade das Mikro weggeschossen. Wir sind jetzt hier bei Ästen, ich sag mal, die haben gerade mal 1 cm, die sollte er also locker durchkriegen. Schafft er.
Aha. Ja. Wenn er zu viele von denen hat, dann verschluckt er sich auch. Wir machen weiter. So, der ist schon ein bisschen dicker. Und bei denen hier will ich jetzt mal die Säge probieren. Ja, sägt er ab. Wird aber dann, wenn ihr eine Hecke schneidet, kein glatter Schnitt, sondern wird, ja, ich sag mal, eher abgefetzt. Ich werde den jetzt noch mal ganz runterdrücken und gucken, dass ich unten an die etwas dickeren Äste rankomme. Ich sag mal, viel habt ihr ja schon vom Schnitt gesehen. Ja, so ein bisschen weh tut es mir um Buchsbaum. Ich habe hier einige auf der Anlage. Soll jetzt kein Buchsbaum-Fan-Video werden, aber man hat sie ja schließlich auch gepflegt. Ne? Gepflegt ist gut. Ich will die Bosch aber jetzt quälen. Und zwar will ich gucken, ob wir unten die Dicken absägen können und dass ich hier wirklich gnadenlos reinschneide. Also ich sag mal so, das Ding ist über 2 cm dick. Sägen schön und gut, passiert es in der Hecke, würde ich das nicht so sexy finden, weil dann nehme ich mir lieber eine Astschere, dann habe ich einen glatten, sauberen Schnitt. Oder eben eine Heckenschere, die auch 3 cm hat. So, ich werde sie nicht schonen, ich mache jetzt noch mal ein bisschen weiter her. Hier sind die Lichtverhältnisse auch besser. Jetzt zeige ich euch mal dieses Plastikteil, weswegen ich das Ding so mag. Ich kann das, was ich abschneiden will, wirklich wunderbar herunterheben. Aber wenn ihr genau hinhört, dann merkt ihr schon, nach 5 Jahren lässt der Motor ein bisschen nach und das ist wirklich, wirklich dünn hier. Hier habe ich sie noch ein zweites Mal und mit der Einhell, da bleibe ich nicht drauf, hole ich das obere jetzt nochmal runter, damit ich wirklich den Dreck auf den Stein habe und dann kommt die Bosch zum Einsatz. Jetzt muss ich genau andersrum schneiden. Eigentlich bin ich ja Rechtshänder, aber ich mache das mal. Und genau hier kommt jetzt dieser Einsatz zu tragen, damit ich nicht die Messer in den Boden stecke. Sondern die schwarze Kante hier. Das Schneiden ist mit der Bosch schon ein Genuss. Da merkst du, dass die Einhell ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Aber ich bin ehrlich, dass man den Griff nicht verstellen kann, das ärgert mich schon ein bisschen. Okay, die Einhell, die hat jetzt 5 Jahre auf dem Buckel und sie musste arbeiten. Und ich muss eins sagen, den Motor kannst du nicht mit einer nagelneuen Bosch Heckenschere vergleichen. Die Schnittleistung hier, als ich jetzt die Einhell hatte und die Bosch in der Hand hatte, beim Buxi dachte ich noch, oh, könnte ja noch mal ein bisschen besser flutschen. Das möchte ich nicht mit der Einhell gemacht haben. Weil hinten bei dieser kleinen Mini-Hecke habe ich richtig gemerkt, wie die abging. Wo sie schon so ein bisschen stotterte, ja, ging die hier durch und sie ist nirgends hängen geblieben.
Deswegen bekommt die für eine 18 Volt Heckenschere von mir eine Kaufempfehlung. Die Einhell auch. Was ich klasse finden würde, wäre, wenn ich irgendwie dieses Plastikteil, weil ich liebe es ja irgendwie, hier rauf bekäme. Das ist da mit drei Schräublein festgemacht. Hier besteht so nicht so richtig die Möglichkeit. Aber das erspart mir einen Arbeitsgang und das ist für mich immer wichtig. Klasse finde ich auch, dass der Akku nicht nur bei Bosch passt. Da bin ich schief raufgekommen. Dass der nicht nur bei Bosch passt, sondern eben auch bei Gloria. Da habe ich beispielsweise den Akkukompressor. So, wollen wir nochmal richtig raufschieben hier. Den Akkukompressor für die Drucksprühpumpe. Ich habe von Gardena einen Laubbläser. Also du kannst es wirklich kombinieren. Schön wäre es, wenn es wirklich einen Akku für alles gibt. Das heißt, dass die zum Beispiel Einhell nicht ausgrenzen und. Ich bin also auch davon überzeugt, wenn ihr euch eine neue Einhell kauft, dass die eine andere Schnittleistung bringt. Was natürlich immer spannend ist, das ist, wenn man die wirklich langfristig hat, diese Geräte. Dass man wirklich sagt, hey, hier, guck mal, nach 5 Jahren fängt diese Maschine an zu wackeln. Wie verhält sich die Bosch? Was mich bei der Bosch wirklich so ein bisschen, vielleicht ist das gewöhnungsbedürftig, wenn ich die Seiten schneide, halte ich den Griff so. Das hätte mich echt gefreut. Aber Bosch, ich habe von Bosch ja auch einen Akkuschrauber, so eine Mini-Kreissäge, Advard Cut oder so heißt sie. Videos sind auch bei mir auf dem Kanal. Das ist die Motorleistung und da ist Bosch wirklich super. Ich bin noch mal am Überlegen, ob ich dieses Jahr noch mal eine stärkere Heckenschere teste. Ich habe ja von Ego Power den Rasenmäher und die setzen ja auf 58 Volt für die Geräte, nicht auf 18. Logisch, da steckt Power drin. Da hätte ich den Buxi auch noch viel kleiner zusammengefahren. Vergleichen kannst du das nicht. Da kannst du höchstens die Frage stellen, Mensch, gibst du 100 Euro aus oder gibst du 200 Euro aus? Also im Preis macht sich das auch bemerkbar. Wobei Ego Power auch nicht unbedingt der Ansprechpartner für die Hobbygärtner ist, sondern die gehen eben halt auch in die Gartenbaubetriebe rein, wo sie das eben anbieten. Und dann gibt es eben solche Nachladegeräte, die du auch beim Auto verwenden kannst. Da gibt es schon ein paar feine Geschichten. Aber für mich, ich brauche die ein paar Mal im Jahr. Bald für die Buxis nicht mehr, weil da wird der Zünsler ganze Arbeit gemacht haben. Ich weiß nicht, ob die sich für mich lohnt. Aber testen möchte ich die irgendwie schon. Zwei schöne Arbeitsgeräte. Wenn ihr Fragen zu der Bosch oder zu der Einhell habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Die Einhell packe ich nochmal in Abspann hinten rein, dass ihr das Video schneller findet. Ich muss jetzt noch den Rasen mähen, Buchsbaumsachen aufsammeln, Heckenabschnitt aufsammeln. Also bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als wie immer. Von der Natur, für die Natur. Euer New Wonder. Ciao.